jetzt also überlegt, könnte man zum Kiffen anfangen. Und dann hast du gegoogelt und gedacht, hey, schauen wir mal, was das für Auswirkungen haben kann. Vielleicht gibt es ja ein paar Erfahrungsberichte. Und dann hast du ein paar so Kifferdinger gesehen. Laut da verherrlichende Sachen oder auch vielleicht nicht ganz so verherrlichend, aber im Endeffekt sind wir ehrlich hier. Ja, dann dachte ich mal, not another dope show. Richtig, leer. Ja, ich bin Cannabis-Patient und ich darf auch konsumieren. Kann euch meine Dose mal zeigen hier. Peace Naturals. Das Ding ist, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich erzähle euch mal, was ich mir so gedacht habe. Solche Sachen. Und Geschichten daraus. Ah, ich habe Therapie gemacht. Und könnt ihr euch oder werde euch teilhaben lassen an diesen Erfahrungen, die ich dort hatte. Ich lese euch von meinen wöchentlichen Phasen vor dort und erzähle etwas dazu. Also, das Ganze hat sich abgespielt 1993. Sind einige von euch vielleicht noch gar nicht auf der Welt gewesen. Ich war damals im Gefängnis. Ich war heroinabhängig, weil ich immer wieder dachte, ich kann mit dieser Substanz umgehen. Egal was das war. Ich habe angefangen mit Zigaretten. Ich dachte, mit 16 war das damals noch erlaubt. Ich dachte, hey, ich kann damit umgehen. Ein Scheiß konnte ich damit, als es zum ersten Mal mir ausgegangen ist, habe ich erst erkannt, dass ich nicht damit umgehen kann. Weil ich damals diese 2,50 Mark oder 3 Mark oder was da die Schachtel gekostet hat, das sind heute 1,50 Euro für eine Schachtel Zigaretten, dass ich dann natürlich ruckzuck körperlich abhängig war. Es hat sehr lange gedauert. Ich habe erst vor ein paar Jahren wieder aufhören können. Heute bin ich 51. Ich glaube, ich war damals so 45, 46 Jahre alt, als ich zum Zigarettenrauchen endlich aufhören konnte. Andere Geschichte. Es geht hier ja jetzt um Heroin, nicht wahr? Und um meine Therapie. So, also, ich war im Gefängnis. Da kann ich später auch noch mal was dazu erzählen. Und ich wollte dort natürlich raus. Ich war extrem süchtig zu dem Zeitpunkt und der Suchtdruck war so groß, dass ich mir gedacht habe, hey, Therapie statt Strafe hört sich geil an. Bevor ich 2-3 Jahre im Knast hocke, gehe ich doch lieber auf Therapie für höchstens ein Jahr. Lass das anrechnen. Den Rest des Therapie ist auf Bewährung. Bastjo, dachte ich. Nun gut, egal. Ich habe mehrere angeschrieben und hatte damals auch eine Freundin und hoffte, dass die vielleicht mitkommt und hatte die dann versucht, da auch hinzubewegen. Dort konnte man Paartherapie machen. Das fand ich halt endcool. Gut, das war Daytop in Hersching. Hersching ist am Ammersee in der Nähe von München. Ich bin aus Bayern, wie man hört. Mein süddeutscher Akzent ist nicht zu überhören. Ich habe in München in der Perlach gelebt und habe dort auch eine Abhängigkeit entwickelt. Egal. Daytop nennt seine erste Eingewöhnungsphase. Eingewöhnungsphase überall. Auf den Papieren hieß das so. Ja. Auf den Flyern, die es damals gab, bei Internet gab es ja noch nicht, aber auf den Flyern stand das halt so drauf. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, das heißt nicht so, das heißt Babyphase, Babystamm. Warum? Weil die Therapie aufgebaut war mit erstmal wieder von vorne anfangen, als Baby, als Jugendlicher, als Teenie, als Erwachsener und dann, ja, sowas gedacht. Gut, also,
Jetzt muss ich die Brille mal kurz abnehmen, damit ich überhaupt das vorlesen kann. Damit ihr mir glaubt, es ist wirklich beschrieben, das Ganze. Ich lese es auch wirklich vor, was drin steht. Ernst Schmidt-Bauer, Babystern. Wochenreflexion vom 22.11. bis 28.11.1993. Am Montag, den 22.11.93, käme ich hier im Haus an und hatte noch am selben Tag mein Aufnahmegespräch. Dazu muss ich sagen, bevor ich weiterlese, angedacht ist dort, dass man ankommt, sich nochmal richtig zu sich kommen kann, einen Tag lang und eine Nacht lang, und am nächsten Tag am Abend dann ein Aufnahmeritual stattfindet, also ein Aufnahmegespräch. Ich hatte vielleicht 3 Stunden, weil noch ein zweiter gekommen ist. Ja, damit der hatte aber dann die Zeit und wurde erst am nächsten Tag aufgenommen. Weiter im Text. Am selben Tag mein Aufnahmegespräch. Danach fühlte ich mich vollkommen verarscht, da in meiner Kleidung Giftreste, in Klammern ein Haschkrümel, so groß wie ein Salzkorn, ein eingerauchter Kugelschreiber aus dem Knast, das war wirklich dumm von mir, und ein kleines gepresstes Hanfblatt. Das war in so einem, weiß ich nicht mehr, irgendwo drin, wo Fotos mit drin waren. Aber da kann man nichts damit anfangen. Könnt ihr euch vorstellen, so ein kleines Ding, na egal. Gefunden wurden und wurde ich zum Arbeitsbaby verdonnert. Arbeitsbaby ist ein Blaumann. Ein Blaumann ist in Wirklichkeit eine weiße Latzhose. Ich blende jetzt mal ein Foto ein. Ja, das muss man tragen. Dann gab es Arbeitsgruppenverantwortliche. Es gab 4 Bereiche und jeweils einen Verantwortlichen. Die waren schon länger da und konnten Konsequenzen aussprechen. Das hieß, ich musste die, wenn ich eine Zigarette rauchen wollte, jeden einzelnen extra fragen. Und man durfte nur rauchen in bestimmten Zeiten während dem Tag über. Das heißt, man musste schon vorher losrennen, die 4 fragen, bevor das Zeichen zum Rauchen kommt, damit man keine Fehler begeht. Kompliziert. Klingt komisch, ist aber so. Komme ich später noch öfter drauf. Das Thema ist nicht, kommt mir ein paar Mal vor. So. Da musste man arbeiten den ganzen Tag mit Scheißarbeit, Drecksarbeit. Bis abends um 10. Nee, bis um 9. Dann hatte man 1 Stunde frei und da konnte man sich dann duschen, umziehen, ein paar Zigaretten rauchen, ohne zu fragen, und dann ab ins Bett, um nächsten Tag morgens wieder aufzustehen. Nur damit ihr versteht, was ein Fibromyalgie-Mensch so für ein zäher Hund ist. Das musste ich erst einmal aushalten können. Das habe ich da gelernt. Okay, es geht weiter. Im Text. Wurde ich zum Arbeitsbaby verdonnert. Leider bringt das mit sich, dass ich nur schwer Kontakt zur Family aufbauen kann. Während der Arbeit geht es so einigermaßen. Aber danach, ab 21 Uhr, bin ich so gestresst, dass ich mich nur sehr schwer entspannen kann. Die anfänglichen Ängste im Plenum, während des Stamms etwas zu sagen, schwinden zunehmend. Plenum bedeutet, in einer großen Gruppe im Kreis zu sitzen und die Leute, die miteinander irgendwelche Konflikte haben, lösen die in der Mitte und bekommen danach Feedback von der ganzen Gruppe. Ein Stamm ist eine Kleingruppe, wo man mehr Vertrauen aufbauen soll zu verschiedenen Leuten in verschiedenen Phasen ihrer Therapie. Und da hat man auch 2 Therapeuten dabei, die einen dort beobachten können und dann auch dementsprechend auch Feedbacks. Im großen Plenum ist auch immer einer dabei, entweder ein Therapeut oder ein ehemaliger Bewohner, der meistens am Wochenende bei Sonderplänen da ist. Und komme ich auch nochmal dazu. Egal. Nur damit ihr wisst, was ist das hier für Wörter sind, weil ich konnte die natürlich benutzen, die Therapeuten wussten ja, wovon ich spreche. Sobald ich die Konsequenz ablegen kann, also dieses Arbeitsbaby, werde ich mich hier wahrscheinlich einfacher zurechtfinden. Samstag wurde Hefe gefunden. Oh mein Gott. Das war für mich ein großer Schock. Lüge hoch 3, hat wahrscheinlich jeder durchschaut. Das bisschen Vertrauen, das aufgebaut war, was für ein Vertrauen, ich war nur am Buckeln die ganze Zeit, schwindet wieder. Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist und ich mich hier wieder sicher fühlen kann.
positiv, das Arbeitsbaby war in dieser Zeit für mich nicht wirklich hardcore, aber ich musste trotzdem noch ran. Aber es hat mich auch ein bisschen ab. Ja, es hat man andere Sachen zu tun bei so einem Haus ist Zoo und Filzensache. Sonntag war meine erste Reiberei und ich freue mich aufs Plenum, um meinem Ärger Luft zu machen. Leider habe ich Schwierigkeiten, meinen Ärger bis dahin runterzuschlucken. Ja, die Reiberei, das war mit einem anderen Typen, der halt dann einen Tag nach mir da aufgenommen worden ist. Und ich war wirklich sauer auf den, weil, naja, wenn du irgendwo hinkommst und neu bist, dann denkst du dir natürlich auch, hey, ist doch cool, da ist noch jemand, mit dem kann ich mich austauschen, der ist auch neu. Und das ist dann cool und dann hast du da ein bisschen so, ja, man fühlt sich nicht ganz so einsam und alleine. Ja, und der war halt gleich absolut uncool und hat meinen Fackfinger gezeigt. Absolut sofort. Ich bin am Tag vor ihm aufgenommen worden und mein Aufnahmegespräch war nicht lustig. Also die haben mich dort richtig an meine Grenzen gebracht. Es ist so, dass man vorher ja Briefkontakt hat mit einem vom Haus. Da kann man Fragen stellen, da bekommt man auch Hinweise, wie man sich zu verhalten hat, wenn man kommt und was er wirklich große Konsequenzen nachziehen kann. Moment, ich muss gerade meinen einen Schluck trinken hier. Okay, heftig, sorry. Während wir das drehen, ist es sehr heiß. Wir haben 32 Grad. Deswegen trockene Luft und so. Ja, zurück zum Text. Also man hat heute Briefkontakt. In der nächsten Sendung, also 1b, das ist hier ist 1a, in 1b lese ich ein paar Briefe vor, die ich noch habe, die ich bekommen habe, als ich im Gefängnis war. Da könnt ihr auch vielleicht ein bisschen den Druck verstehen, den ich damals hatte. Und ja, ich erkläre noch einiges dazu, warum und wieso man bei mir überhaupt was finden hat können. Fakt ist auf alle Fälle diesen Kugelschreiber, den man, der so nach Rauch gestunken hat. Das ist, wenn man im Gefängnis sitzt und da Hasch hat, dann raucht man das nicht wie draußen, dass man sich einen Joint baut, sondern man schneidet das in kleine Stückchen, dreht dann eine kleine Zigarette und zündet die an und nimmt nur die Glut vorne, tupft das an und zieht durch den kleinen Kugelschreiber vorne oben den Rauch, der vom Hasch aufsteigt, weg. Mehr nicht. Das habe ich halt natürlich im Gefängnis gemacht, die ganze Zeit, bevor ich da hin konnte auf Therapie. Aber da hat man halt drauf Wert gelegt, dieser Geruch geht gar nicht. Ich hätte diesen Kugelschreiber nicht mitnehmen dürfen. Diesen Krümel Arsch, das war wirklich kein Krümel. Das ist, wenn man in der Jeanshose hier dieses kleine Täschchen hat. Und da hatte ich immer Peace-Fuhr drin. Da ist etwas abgegangen. Irgendwo eine Nähte drin. Das hätte ich niemals gefunden, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, danach zu schauen. Fakt ist, beim Filzen, am ersten, also man kommt, dann werden die Sachen gefilzt, haben die das gefunden, diesen kleinen Krümel, diesen Kugelschreiber, und dann haben die gedacht, ja, 1 und 1 ist 2, hätte ich auch gedacht, ganz logisch. Shit happens. Und dann finden sie noch dieses kleine Hanfblatt, und das war halt echt lächerlich, weißt du. Ich war ja nicht deswegen da, sondern deswegen. Nun gut, egal. Diese Konsequenz musste ich natürlich dann, ich wusste schon, das wird jetzt laut gleich in diesem Aufnahmegespräch und sitze halt da drin und alle quaken mich an und ich, ja, tut mir leid, Entschuldigung, war keine Absicht und ich werde die Konsequenz dazu natürlich tragen, egal was es für eine ist. Und ja, dann fragt mich einer, ich nenne jetzt bloß mal den Vornamen Till, Till, falls du das siehst und dich noch an mich erinnern kannst, kannst du unten in die Kommentare. Schreib's da was rein, okay? Oder jemand anders von Dato, wenn ihr damals dort wart und euch an mich erinnern könnt, dürft ihr mir gerne was reinschreiben. Fakt ist jetzt nun mal, dass Till mir die Frage stellt. Und zwar, ja, warum bist denn du süchtig geworden? Und die Antwort, die ich damals gegeben habe, war die Wahrheit. Ich habe nicht gelogen. Die Wahrheit war, dass ich darauf. Auf Heroin bin ich reingerutscht. Das war keine Absicht, das war aus
Dummheit. Eigentlich war ich fun-süchtig, spaßsüchtig. Ab und zu ein Ecstasy, ein bisschen der Coke, Speed. Polytox nennt man das. Ja, und das war ich, war Polytox. Aber eigentlich aus ja, Jux und Dollerei, und ich konnte mit jeder Droge sofort wieder aufhören, wenn ich Bock drauf hatte. Ich habe gekokst, ein paar Wochen lang aufgehört. Ich habe Trips genommen, nach 3 Tagen dann die sowieso nicht mehr. Also kann man nicht wirklich sagen, wieder aufgehört, aber bei der Italia war ich Ecstasy schon. Die waren zu meiner Zeit auch scheiße teuer. 80 Mark hat da ein Stück gekostet. Das sind 40 Euro. Aber ich hatte die von einer guten Quelle, und es ist schon so lange her, dass das alles verjährt ist, deswegen kann ich das jetzt erzählen. Der hat bei Imhausen Chemie gearbeitet, und bei Imhausen Chemie damals ist da auch was hochgegangen, und diese Pillen, auf die hatte ich Zugriff. Und die waren schon extrem hardcore. Ich weiß leider nicht, wie viel Milligramm, und ich bin auch nicht so ein Wissenschaftler wie andere. Ich weiß nicht, DEA-Sendung, richtig geil. Da ist es wissenschaftlicher, die kennen sich richtig aus. Ich bin kein Psychonaut, ich bin so ein Happy-Pill-Fresser gewesen damals. Und ja, ist Dummheit halt. Ich habe natürlich was alles weggemacht, und in der Therapie kam das auch auf. Aber ich habe das nicht wissen können, als ich zu dem Zeitpunkt da war. Und vielleicht gar nicht habe ich Heroin das weggenommen. Heroin ist ja ganz eine andere Hausnummer gewesen. Das kann ich irgendwann mal erzählen, wieso und wie das passiert ist. Gerne in der nächsten Sendung mit den Briefen erzähle ich mal ein bisschen was, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Oder ihr schickt mir eine E-Mail oder auf Facebook oder auf Instagram. Könnt mir darüber kontaktieren, followern. Ich freue mich über jedes Like natürlich und jeden Follower. Ja, versteht das nicht falsch, wenn ich kiffe, kiffe ich, weil ich Fibromyalgie habe. Ich darf Cannabis konsumieren, ich kriege das verschrieben vom Arzt. Ich hole es mal aus der Apotheke, und ich nehme gerade einmal so viel, dass ich keine Schmerzen habe. Früher habe ich aber so, ja, Kampfkiffen. Also ist mir nicht fremd. Allerdings habe ich 2016 erst wieder angefangen, weil zwischen 2016 und 98 no drugs. Kein Alkohol. Nur Zigaretten, Kaffee, Koffein, also Kaffee, und ab und zu mal ganz, ganz, ganz selten Meth. Aber sonst nichts. Und ich schwöre, wenn ich alles ab, wenn man eine Platte gescheit sieht, ich habe nichts zu verstecken. Das war tatsächlich so, dass ich in dieser Zeit keine Drogen genommen habe. Tilidin habe ich bekommen, von meinem Arzt verschrieben, aber nur in so kleinen Dosierungen, dass ich halt keine Schmerzen habe. Das ist euphorisierend, wenn man es zum ersten Mal nimmt, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, aber beim dritten Mal auf gar keinen Fall. Man müsste die Dosis erhöhen. Habe ich nicht getan. Mein Arzt kann es bezeugen. Jo, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in Teil 1b.